Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Genesis Gib mir 1000 Tage Solo Let's Plays. Ich hab unnormal Bock. Ja, wir werden jetzt erstmal hart forschen. Das wird wahrscheinlich eher nicht so spannend, aber ja, muss auch mal sein, muss auch mal sein. Ist ganz, ganz wichtig für uns. Erstmal bei Schmiede reingehen. Kleidungsherstellung. Hüte und Kopfbedeckungen, ganz klar. Einfache Waffenschmiede. Lederrüstungsfertigung. Einfache Kleidungsstücke. Und dann am besten direkt Forschungsstufe 2. Da müssen wir gucken. Kern, Technologie Level 3. Let's go. Betten. Ganz klare Sache. Machen wir als erstes. Nicht als erstes. Was ist denn hier los? Artefakte für Erforschung von Betten genutzt. Ja, cool. Darf ich das nicht hier hochschieben? Doch, darf ich, gell, eben. Klar, jetzt darf ich. Okay. Mittlere Rohbauten. Weiß ich nicht, okay. Rattenherstellung, Landwirtschaft. Da wollen wir auf jeden Fall die Baumwolllandwirtschaft. Dafür brauchen wir zweimal Baumwolle. Das heißt, wir holen Baumwolle. Schade, dass in der Zwischenzeit niemand forschen kann, aber so ist das nun mal, wenn man Solo spielt, hä? Ja, tja, so sieht's aus. Okay, dann lassen wir derweilen mal hier unser Teilchen da. Genau, alles andere sieht doch hier tipptopp aus. Wir haben Nahrung dabei, wir haben Leben dabei, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Klasse. Und dann ziehen wir direkt los. Ja, wir schweifen von dannen, könnte man sagen. So, Whisper, dann zeig mal, wie es ist. Genau so will ich das sehen. Seht ihr das? Freaking Ninja Run? I'm running. Running like a Ninja. Ne? Hier schneide ich, glaube ich, mein Kopf witzig drauf oder so. Das wird doch lustig, oder? So, hier. Der P, wie er so ein bisschen rumtrompetet. Solche Dinge kann ich jetzt nämlich. Ich werde immer besser. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, ne? Die ganzen Community-Posts in letzter Zeit. Junge, Junge, ging da wild durch die Decke. Ehre an alle, die vielleicht auch eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben. Honto ni arigato gozaimasu. Der hier ist nur für euch. Thank you so much, best friend! Ein bisschen Pipi in den Augen. Nein. Doch, ein bisschen schon. Ey, ich werde so all in gehen. Ich hab jetzt viel geguckt in letzter Zeit. Meine Finanzen gecheckt und Dinge, gell? Und ich bin ein sparsames Kerlchen. Ich habe schon ein bisschen Geld weggespart, so ist es nicht. Und ich nehme jetzt die Zeit. Wisst ihr, wie ich meine? Ich gehe komplett Risiko. Wie ich es in Kenshi eben auch tue. Solo, komm doch her. Komm doch her. Weißt du, wie ich meine? Ihr Leben gegen mich? Ha, wer da wohl den Kürzeren zieht, ne? Ich gehe all in. Ist mir scheißegal. Job, na, hier, da spielt die Musik. Hier gehe ich all in. Ich werde es zumindest mal 2 bis 3 Monate, solange ich mich finanziell über Wasser halten kann, probieren und all in gehen. Vielleicht suche ich mir danach einen Job, vielleicht ziehe ich auch weiter durch. Na, denn wenn das hier mein Job wird, Leute, scheiße. Na, dann ist 3 Let's Plays ein alter Hut. Digga, mache ich 4, vielleicht 5. Die pennen hier. Oh nein, schaut doch, wie süß die sind. Echt, oder? Mach mal Ruma hier ein bisschen aus, gell? Mann, ja, Genesis ist schon mega geil. Wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich will ich echt ungern von Genesis weg. Wir kriegen das mit der Performance irgendwie in den Griff. Und dann läuft der Karren. Na, mach mir gar keinen Kopf, das wird schon. Das wird alles laufen. Genauso wie mit meinem finanziellen Leben. Das krieg ich irgendwie hin. Und im Zweifelsfall mache ich's Chris Hunt-Style, suche mir einen Minijob, ne, damit ich meine Miete zahlen kann, ess nix und das nie wieder. Beziehungsweise ess nichts und das für immer. So müsste man ja sagen, hier zwecks doppelter Verneinung, macht natürlich keinen Sinn, ne? Da Minus und Minus ja Plus ist. Genau, na, wisst Bescheid, nein, Quatsch, ich werde schon auf mich achten, macht euch da keinen Kopf, ja, aber ich bin ein sparsames Kerlchen. Ich brauche nicht viel und dann kann ich so reinhasseln, Leute. Ich kann dann so reinhasseln. Ich bin gespannt, wie sehr mir dieses Jahr die Stromrechnung ins Gesicht treten wird. Aber abgesehen davon werde ich hasseln. Ich muss nur versichert sein, meine Miete zahlen und ein bisschen was essen. Läuft. Kriege ich unter 900 Euro easy hin jeden Monat. Easy. Easy. 800 reichen. 750 auch. Aber weiter runter handeln lasse ich mich nicht. Ja, im Zweifelsfall, wie gesagt, gönne ich mir einen Minijob. Dann ist das ein easy Game. Dann ist das ein Selbstläufer. So wie Whisperwind. Alter, gönnt doch, wie sie am Start ist, Mann. Warum ist denn alles an dem Game so cool? Oh ja, Mann, wenn du ein bisschen schleichen lernst, dann bist du im Ninja Run unterwegs. Ja, niemand kommt doch darauf klar. Nennt mir einen,
Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr drauf klarkommt. Ninja Run, als ihr das erste Mal gesehen habt, war das ein Ding für euch, wo ihr sagt, Alter, was, Ninja Run ist ja geisteskrank? Oder war das für euch eher so, yo, was ist denn das? Ich kenne das gar nicht so. Ja? Ich meine, man muss ja schon gewissermaßen eine Affinität haben zu einer gewissen Kultur, oder? Ich meine, eigentlich rennt ja niemand so. Aber bei Naruto, da rennen halt alle so. Ne? Bei gewissen, ich sag mal, kulturell östlich geprägten Medien, spezieller japanischem Stuff oder dergleichen, da wird schon häufig so gerannt. Ne? Hat euch das auch so abgeholt? Ist es euch egal? Sagt ihr so, ja, why not? Ey, ich glaube, ich kann mir gar nichts erträumen, was cooler wäre. Wie willst du dich denn cooler bewegen? Schlängeln. Schlängeln finde ich auch ziemlich sick, ist ganz weit vorne dabei. Ja? Ich mag es auch, wenn in Büchern irgendwie so gesagt wird über so schlacksige Charakter und dann hat sich Whisperwind durch die Menge geschlängelt. Wisst ihr, wie ich meine? Das impliziert so, dass die so, die hat so die berührt auch niemanden währenddessen. Ne? Da ist zwar null Platz, aber die kommt dadurch ohne jemanden zu. Niemand hat bemerkt, dass die überhaupt da war. Na, und die hier werden wir alle nackig machen. Na, ihr wollt Stress, den könnt ihr haben, Alter. Alter, wir ziehen denen doch allen die Schuhe aus. Was wollen die denn machen? Na, was wollt ihr denn tun? Ihr könnt gerne auch einen Fight mit mir picken. Mittlerweile habe ich gar keinen Schiss mehr vor. Oh, zwei auf einmal, Junge, der P komplett gottlos unterwegs hier, ne? und den nehme ich mit. Na, Truth, wir sind jetzt zusammen ein bisschen unterwegs. Das ist jetzt deine neue Truth. der lernt hier noch ein bisschen was über Wahrheit bei mir. Wisst ihr, wie ich meine? Ich biete auch Seminare an. Noch nicht, aber vielleicht mache ich das irgendwann mal. Nein, Quatsch, als ob. Alles YouTube, alles Twitch bei mir. ihr merkt, ich bin ein bisschen hyped. Ja, ich habe ja auch, wenn das Video hier rauskommt, beziehungsweise für die Kanalmitglieder, ist es ja schon draußen. ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen hyped. Ich habe ja auch vor einer kleinen Weile ein Gewerbe angemeldet. Ich gehe jetzt all in. Wisst ihr, ich würde behaupten, ich habe schon mal erzählt, aber ich weiß nicht mehr, ob hier im Let's Play, in einem anderen Let's Play oder, Verzeihung, in den letzten Streams. Ich finde, es gibt doch in jeder, egal welches Medium, wirklich egal. Ne? Denkt an Fantasy, denkt an Anime, denkt an egal was. Es gibt doch immer diesen Moment in irgendeiner coolen Geschichte, wo der Protagonist oder die Protagonistin entweder all in geht oder sich halt weiter einkackt. Ne? Und ich werde es jetzt versuchen. Ich werde es jetzt einfach mal testen. Wisst ihr, woher soll ich denn wissen, ob es was für mich ist, wenn ich es nie, und zwar zu keinem Zeitpunkt, jemals so behandelt habe, als wäre das mein Leben? Und das werde ich jetzt mal ein, zwei Monate lang testen. Wie gesagt, solange ich mich finanziell über Wasser halten kann, werde ich hier so reinbuttern, Alter. Ihr habt gar keine Ahnung. Und wenn das irgendwann so erschwinglich ist, dass ich mich damit über Wasser halten kann, auch ohne Minijob, Leute, wie gesagt, 3, 4, vielleicht 5 Let's Plays und trotzdem fast jeden Tag streamen, würde ich dann hinbekommen. Ne? Wenn so Scheiße wie Arbeiten wegfällt, tja, gar kein Thema. Gar kein Problem. Wie viel Uhr haben wir? 4 in the morning. Okay, 4 in the morning ist ein bisschen früh, da hat natürlich noch nichts offen, aber wir können natürlich trotzdem schon mal hier unsere Baumwolle abholen. Ne? Das ist ja klar, deswegen sind wir ja da. So, guck mal hier, Tasche öffnen. Vielleicht wäre da ein Trader's Backpack auch die nächste Option, oder? Vielleicht kaufen wir uns da morgen früh mal ein. Denn ich glaube, hier stackt Baumwolle nur bis zu 3 Stücken. Ja, das ist natürlich ein Scheiß, ne? Also können wir zwar gerade so, wir können nicht mal alle mitnehmen, so. Das ist, ne? Das, nee. 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 Nee, sehe ich einfach nicht ein auch. Ne? Da würde schon mehr gehen, wenn mehr gehen könnte. So kann ich ja immer noch nicht die andere Baumwolle noch mitnehmen. Ist doch hier Kokolores. Kann mir doch jetzt niemand erzählen. Kannst die Baumwolle nicht in der Mitte durchschneiden und, ne? Geht halt nicht. Außerdem brauchen wir ja noch 2. Ja, nee, nee, das machen wir erstmal nicht so. Die kommt erstmal wieder hier rein. Machen wir das hier auch noch schnell, dass das alles da oben ist. Ihr wisst Bescheid, mein Auge hatet sonst. Ja, geht natürlich nicht. So, dann leveln wir hier ein bisschen, bis die ihre Pforten öffnen. Und dann gucken wir direkt mal, ob die vielleicht einen Backpack am Start haben, wo härter gestackt werden kann. Ist dann auch egal, was der für Boni und Mali bringt.
Das passt dann erstmal schon. So, klasse. Guck mal, jetzt haben sie offen. Hier, hast du nicht zufällig einen geilen Backpack? So ein Backpack für Leute, die gerne viel dabei haben? Da geht doch bestimmt was, oder? Erzähl mir doch keinen, da geht doch was. Das ist jetzt ja absoluter Rattenkack. Ein Luxury Pack. Der kostet auf jeden Fall viel mehr. Large. Ja, der ist dann ja wohl ultra large, oder? Wir testen den jetzt. Wie large bist du? Ich beginne zu verstehen. Nee, ich beginne zu verstehen. Guck mal nach hier, hä? Na, weg. Inventory. Aha. So nämlich, ne? Large. Aber die Planken passen da trotzdem nicht rein. Ah doch, die Planken passen da rein. Hier, unsere Stangenwaffe hat ja die Länge von der Planke. Ich dachte gerade, sie wäre eins kürzer, aber das ist ja nur so, weil das Bild so aussieht. Ne? Das letzte Dingens hier bräuchten wir ja eigentlich nicht für die Waffe und das erste auch nicht. Aber ihr wisst Bescheid, wir könnten sogar Planken hier reinstacken. Das heißt, ab jetzt können wir die Zwillingsklingen komplett nackig machen, ja? Wenn die hier vorbeikommen. Gar kein Thema für uns. Gar kein Thema. Okay, dann nehmen wir hier noch ein bisschen was mit, oder? Dass wir das alles am Start haben auf dem neuen Außenposten. Hier auch das. Vielleicht brauchen wir ja bald mal Robotics und dann können wir den Scheißrucksack direkt wieder verkaufen. Braucht kein Mensch, Alter, ne? Wer halt dein Scheiß? So. Dann nehmen wir noch ordentlich was zu essen mit. Brauchen wir auch. Science Books. Würde ich direkt auch nochmal welche mitnehmen, hä? Dann hat er hier zwar wieder Big Money. Obwohl, die sind, glaube ich, hier teurer als bei dem Händler drüben, kann das sein? Brauchen wir denn so viel? Wir müssen schon ordentlich forschen. Das ist schon so. Die kosten hier halt 775 each. Das ist schon viel. Naja, wir lassen es erstmal dabei. Guck mal hier direkt, ob noch ein bisschen Baumaterial oder so abgeht. Dann können wir ordentlich einen bauen. Wird alles gebaut. Ich sag's euch. Wie viel kosten die hier? Auch 775. Okay, dann habe ich das. Habe ich mir das gewissermaßen eingebildet. Nehmen wir davon noch mehr mit. Das kann gar nicht schaden. Dann hätten wir jetzt 20. Damit könnten wir, glaube ich, die mittlere direkt bauen, oder? Das wäre schon geil. Das wäre schon sehr, sehr geil. Und hier gönnt euch Weizenstrohmehl. Das ist so viel wert. Das ist halt echt richtig viel wert. Wisst ihr, wie ich meine? Weizen zu grinden, wäre schon auch eine Überlegung. Aber wir grinden erstmal Stoffe, denn wie gesagt, die sind für unseren potenziellen Rüstungsgrind sehr wichtig. Na? Ich denke, wenn die Episode für Leute, die... Jetzt muss ich das so sagen, sorry, ich will echt nicht drauf rumreiten. Ich liebe euch alle. Ich liebe generell alles, was mir YouTube und Twitch bis jetzt gegeben hat, an Feelings, an Freundschaften, würde ich fast sagen, wenn auch gewissermaßen parasozialer Natur. Aber ne, es ist schon so, dass ich behaupten würde, Leute, ich habe hier was aufgestellt zusammen mit euch und kann hier mit Leuten fachsimpeln, die auf den gleichen Scheiß stehen wie ich. Dafür bin ich sehr dankbar. Das kann man gar nicht anders sagen. Trotzdem muss ich es jetzt an der Stelle sagen. Für die Leute, die nicht Kanalmitglieder sind, wenn diese Episode für euch rauskommt, dann würde ich behaupten, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, ist da schon lang irgendwas geschehen. Genau, dann dürfte die Entscheidung in Bezug, ob wir das Rüstgame so durchziehen, wie ich es die letzten Episoden postuliert habe oder nicht, bereits gefallen sein. Trotzdem bin ich hier jetzt natürlich dabei, schon mal die Sachen dafür zusammenzusammeln, denn wenn ich darauf warte, bis das passiert, dann muss ich quasi von null anfangen und wir haben das Cash doch gerade faustdick hinter den Ohren. Ist doch gar kein Thema, also können wir das ja auch gerne mitnehmen, oder? Oh Leute, ich habe so gestört Bock, einfach Kenshi zocken, den ganzen Tag. Ich werde heute noch so viel aufnehmen, ich habe gestört Bock. Also wirklich einfach komplett krank, wie viel Bock ich habe. Guckt euch doch unseren Stärke-Grind an. 54%, 55%, 56%, 57%. Da wird so gegrindet. Junge, Junge, da hinten ein paar Garus, wie sie durch die Lande streifen, ja? Und wir mittendrin schleichen. 63%. Extra noch schnell gewartet hier, ne? Muss schon sein. Oh, ab geht's, Leute. Guck mal, wir haben hier sogar schon das nächste Emblem. Na, wir sind jetzt nicht mehr nur ein kleines Kreuz, wir sind direkt schon so groß wie Iron Haven, Alter. Bloß, dass wir halt SKG sind. Da können die sich noch eine Scheibe von abschneiden, das sage ich euch aber. Wen haben wir da unten? Sklaventreiber.
Weiß ich ja nicht. So, was gibt der uns denn für Mali? Überlastungsverringerung 19%. Das ist nichts, das ist sehr gut. Athletik, Schleichen und Ausweichen ist komplett am Arsch, genauso wie Kampffähigkeiten. Ja, ja, das ist okay, damit kann man leben. Und Kampfgeschwindigkeitseffekt ist auch am Arsch. Ja, du, zum Kämpfen ziehen wir den einfach aus, dann läuft die Geschichte doch tipptopp. Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Aber so gar keinen. Schwimmen lernen sollten wir auch mal noch machen. Da bin ich early mit euch. Es hat mir schon so oft meinen Arsch gerettet, dass ich besser schwimmen konnte als die meisten NPCs, die nämlich gar nicht schwimmen können. Weil die das nie machen. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt. Ne? Für NPCs ist es eigentlich immer schneller, außen rum zu gehen, als zu schwimmen. Da man in den niedrigeren Levelbereichen vom Schwimmen einfach so gestört langsam ist. Ja, dass das die NPCs halt eigentlich immer verhindern. Sprich, wenn du schwimmen alleine irgendwie auf 20 oder 30, wir haben es auf minus 7. Alter, ja, so kommt es mir vor. Ich glaube, so haben das alle NPCs. Minus 10 oder so gefühlt. Ne? Die können da gar nichts. Und das hast du ruckzuck auf 20, 30, 40, gar kein Problem. Und dann outschwimmst du alles. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Würden wir spätestens dann eine ganze Stange leveln, wenn wir den Teil unserer Rüstung ranholen, den wir nicht selbst herstellen werden. Ja, an der Location meines, unser alles, unser aller Vertrauens. Ja, da sollte man schon kennen, wie gesagt. Leute, lasst da mal nicht spoilern. Kann ja immer sein, dass Leute hier dabei sind, die keine Ahnung haben, von wem oder was wir hier reden. Und die sollen sich natürlich gewissermaßen dann ordentlich drüber freuen können. Entsprechend haltet das bitte möglichst spoilerfrei. Allerdings, was denke ich, mit wem ich hier rede? Seid ihr quasi Veteranen darin, nicht zu spoilern. Was ich im Übrigen auch sehr hart an dieser Community feiere. Die sind einfach chillig, wisst ihr, wie ich meine? Ich würde jetzt mal ganz verwegen und auch ein bisschen eingebildeterweise sagen, gleich und gleich gesinnt sich. Wir sind doch chillige Leute, erzählt mir doch nichts. Ja? Als ob wir hier irgendwelche, wisst wie ich meine, shady Personen oder so ranholen. Weiß ich ja nicht. Obwohl, vielleicht seid ihr alle shady und ich weiß es noch nicht. Und ihr tut, als wärt ihr mega nett und meine Freunde. Aber in Wahrheit, ja? Da wird's wild. Alter, richtiges Horrorplot. Na, wissen kann man's nie, gell? Wissen kann man's nie. Aber ich bin da guter Dinge. Vielleicht auch ein kleiner Naivling, aber das war okay. Lieber naiv und glücklich als, wisst wie ich mein, realistisch und angepisst. Oder gar pessimistisch und ultra angepisst. Braucht man nicht. Da leben wir lieber den einfacheren Lifestyle. Alter, Leute, Stärke bald auf 44. Dann haben wir den 44er Bizeps am Start. Oh damn, bald ist Tag 30, dann ist ja schon wieder ein Vergleich fällig. Wenn es diese Episode noch so weit ist, dann müsste ich euch auf nächste Episode vertrösten. Verdammt, Mann, ich bin da so ein Lappen, wenn es darum geht. Ja, Mann, wir machen immer wieder einen Vergleich, wird voll cool, gell? Oh, hau sie um, ihr Essen gehört mir. Suboptimal. Na, setzen wir mal ab. Schmeißen mal alles raus. Obwohl, das dürfte unsere Stärke eigentlich easy hergeben mittlerweile, oder? Das dürfte unsere Stärke easy hergeben mittlerweile. Psiu. Warum so viel? Ja, doch noch 29% überlastet. Ich verstehe. Ja, okay. Okay, die Baumwolle wiegt each 2 Kilo. Ich dachte, die wiegt each 1 Kilo. Dann wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen. 18 mph. R19. Ja, sind immer noch... wisst Bescheid. Dann müssen wir hier noch ein bisschen mehr zurücklassen, wie es aussieht. Guck mal, da liegt jetzt doch Essen. Könnt ihr euch eigentlich gerne dran bedienen. Und jetzt habe ich immer noch 18 mph. Das ist ja crazy. Dann liegt es am Rucksack, oder? 23, ne? Und wir ziehen davon. Wir ziehen komplett. Oh. Wir ziehen komplett davon. Kommt doch her, Alter. Ne? Ihr und welche Armee, bitte? Was seid ihr nur für Lappen? Die denken echt, die könnten hier irgendwas machen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber irgendwas denken die hier. Nee, 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 nicht mit uns. Wir rennen euch davon. 23 mph mittlerweile, Leute. Stark, oder? Damit rennen wir einem großen Großteil aller NPCs in Kenshi davon. Ja, ist schon so.
Damit rennen wir den komplett davon. Mit was rennst du hier? Immer noch 19. 19. 19 und welche Armee, bitte? Seht ihr, das juckt die nicht, auch wenn... Oh, es juckt die doch. Warum juckt es euch immer noch? Ja, wegen diesem Essence-Dialog, gell? Safe liegt es daran. Okay, und jetzt schlage ich die alle dumm. Und dann wird es easy. Sie dürften mich eigentlich nicht entdecken, wir wissen alle Bescheid. Sneak 100 mit unserer Ausrüstung mittlerweile. In welcher Welt würden die mich entdecken? Na, aber wenn ihr Essensdialog kommt, weil ich mit Essen in ihrer Nähe bin, dann schneidet er halt durch unseren Sneak durch. Ich hasse zwar diese Mechanik hier und da, aber es ist halt einfach so. Ne? Na, seht ihr? Die haben mich nicht entdeckt. Na, wie auch? Wie sollten mich solche Lappen bitte entdecken? Ich klonke euch dumm. Ah, und wir haben direkt was stecken bekommen. Das ist ungünstig. Guck mal, ich nehme dir deine Waffe weg. Wie schmeckt dir das? So, und dann ziehen wir uns direkt wieder zurück. Easy. Da mal ein bisschen auf den Kopf bekommen. Kleine Blutung, aber der Pfeil wird bald weggehen. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Naja, ich kriege euch schon weg. Keine Sorge. Okay. Stark. Dann holen wir unser Zeug wieder ab. Wisst ihr, was jetzt die Frage wäre? Würden sie uns ohne Nahrung auch entdecken? Wir schmeißen jetzt alle Nahrung, die wir haben, raus und versuchen es nochmal. Denn dann würde ich ja gewissermaßen meine These verifizieren bzw. falsifizieren, falls sie mich trotzdem bemerken. Ich sag, das liegt am Essen und der ihrer Programmierung. Oh, da ist jemand mit Essen, also gehen wir aggro. Na? Wenn ich aber kein Essen dabei habe, dann triggert es dieses Ding nicht. Doch, es triggert es trotzdem. Seht ihr mal, okay, die bemerken mich aufgrund von... Irgendwas. Der Hungry Bandit Leader, der scheint mich zu bemerken. Ne? Die anderen sind erstmal noch dumm. Okay, das ist sehr spannend. Kriegen wir nochmal einen kleinen Hit auf den linken Arm. Bei minus 1 und verlieren 2 Punkte. Ja, ja, da verstehe ich auch die Sinnhaftigkeit dahinter. Das ist ganz klar. Okay, aber unser Sneak ist trotzdem superior. Dann nehmen wir da unsere Rationspakete natürlich wieder mit. So... Und ziehen wieder durch zu unserem Stuff da hinten. Und hoffen, dass die irgendwo abbiegen. Das wäre nicht schlecht. Genau, hier ist unser Zeug. Guck mal. Dann nehmen wir erstmal die Baumwolle mit. Ah, das kann ich nicht aufheben. Klar, wir haben den Rucksack ja nicht dran. Dann nehmen wir die Baumwolle mit. Eisenplatten, Baumaterial. Easy. Psiu. Noch entspannt mit 8 mph unterwegs. Die bemerken mich aber trotzdem nicht. Geil. It's so nice. The way we do this is so nice. Stark, da kommen wir durch. Alles kein Thema. Jetzt haben wir gewissermaßen unseren Trainingspartner verloren. Das ist natürlich ein bisschen schade in Bezug auf die Stärke. Naja. Ein bisschen geht's hier natürlich trotzdem hoch. Aber da könnte natürlich mehr gehen, wenn wir jemanden dabei hätten. Das wissen wir ja alle Bescheid, wie das läuft. Sehr, sehr sad. Ist jetzt auch gerade ein bisschen blödes Hin- und Hergelatsche hier und da. Aber wir sind relativ bald unabhängig und können die Sachen, die wir benötigen, erstmal vor Ort machen. Plus, ich glaube, da ist genug unterwegs, dass wir regelmäßig unsere wichtigen Werte trainieren können. Ja, ich rede hier über Attentat, Schleichen, Athletik, bisschen Stärke. Das müssen wir alles noch geil mitziehen. Obwohl ich sagen muss, Athletik 45, Attentat 50, Schleichen 64, Stärke 43. An Tag 29. Ja, ist schon stark. Kann man machen. Da sehe ich uns. Das ist schon sehr, sehr geil. Und jetzt haben wir richtig viel Shit, ja. Können das alles ganz easy in unseren Außenposten reinkloppen. Und dann so losforschen. Dann wird erstmal hart geforscht, die restliche Episode, ja? Das ist ganz klar. Also was heißt die restliche Episode? Wir müssen gucken, wie lange es dauert. Wir werden ja auch immer besser, so ist es ja nicht. Musst du jetzt komplett außenrum? Ah nee, hier drüben geht, okay, immerhin, ich dachte gerade schon. Dieses Pathfinding ist halt auch echt ein ewiges Problem, gell? Egal ob Vanilla oder Genesis. Ich hatte sogar mal eine Pathfinding-Mod drin und ich würde nicht behaupten, dass es mit der viel besser lief.
Ja, die Performance war dann etwas schlechter und dafür war das Pathfinding ähnlich scheiße. Ja, also jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, oh ja, dafür lohnt sich die minimale Performance, eine Büße, die man da in Kauf nimmt. Hat sich nicht gelohnt, wie ich finde. Aber es ist eine subjektive Betrachtung. Also wenn Leute von euch mit dem Pathfinding-Ding spielen und sagen, ey, das läuft super bei mir, do it. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das viel bringt. Eher das Gefühl, dass es mich hier und da stresst. Denn man gewöhnt sich ja auch an schlechtes Pathfinding. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist alles eine Frage, wie man damit umgeht. Aha. Ja. Alter, Leute, ich bin so zufrieden. Das Einzige, was mir mies gegen Strich geht, sind unsere Kampfwerte. Die sind echt scheiß. Und vor allem auch unsere Zähigkeit. Die hätte ich eigentlich ganz gerne bereits viel höher. Aber wie gesagt, das steht und fällt ein bisschen mit diesem Rüstungsentscheid. Und dann noch mit ein bisschen Glück und sehr viel Grind. Also egal, ob wir uns für den Rüstungsentscheid entscheiden oder eben nicht, oder beziehungsweise wie das jetzt ausging, Stand heute Aufnahmetag ist es noch nicht klar, aber bis das Video rauskommt für die meisten von euch, wird das klar sein, da bin ich guter Dinge. Es spielt aber je nachdem, es spielt keine Rolle. Ja, wenn wir das nicht machen, wenn ihr sagt, nee, sehen wir nicht, P, wenn ihr das gesagt haben solltet, gewissermaßen, ja, dann ist das auch egal, denn wir werden so oder so an Meisterwerksrüstung rankommen. Die Frage ist nur, was für eine Rüstung es werden soll. Ne? Welche Rüstung wir als Meisterwerk haben. Und da habe ich natürlich was im Auge, habe ich ja lang und breit erzählt. Aber ja, wenn es der andere werden soll, dann ist das auch kein Problem. Dann geht all das, was ich vorhabe, trotzdem nur nicht ganz so geil, wie es gehen könnte, sage ich mal. Ne? Würde noch besser gehen, aber geht auch immer schlechter. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist es nicht. So, Baumwolle ist da. Dann können wir direkt hiervon die beiden. Upsa, wo ist die jetzt hin? Ist die jetzt hier geblieben? Ja, natürlich. Packen wir das hier rein. Und erforschen direkt noch Landwirtschaft, Baumwolllandwirtschaft und dann Technologie Level 3. Easy. Ja, so, und jetzt geht's hier erstmal eine kleine Weile ab. Wissenschaft. Wir betreiben Wissenschaft, Alter. Uiuiui, Leute. Na, ich hab so Bock auf alles hier. Ich würde sagen, das ist eine coole Base hier. Kann man gar nichts sagen. Oh, das wurde hier abgeschnitten. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass das so auf die Clipping-Issues achtet. Hätte ich ehrlich nicht mit gerechnet. Ich war fest davon überzeugt, dass wir einen Teil der Ressource hier drin liegen haben dann. Aber, ne? Da scheint Genesis zu sagen, nee. Wir bauen das dahin und dann überlappt das auch gewissermaßen nicht. Zumindest nicht in den Innenraum, ja. Was den äußeren Strukturrahmen betrifft vom Fundament, da darf es natürlich überlappen. Zumindest an gewissen Teilen. Und das finde ich auch ganz cool, so optisch, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Doch, das hat doch was. Das hat doch was. Guck mal gerade mal ins Fraktionsmenü. Wie sieht's denn aus? Niemand will uns auf die Fresse hauen, stand jetzt. Das ist doch cool. Das ist doch klasse. Finde ich super. So, jetzt gucken wir das mal nach. Wir können jetzt Betten bauen. Und das ist geil. Ich muss mich hier mega dran gewöhnen, Leute. Bad Bank. Bank Bad. Nee, ich will ein normales Bad. Double Bad. Einfach ein Bett, Junge. Bad 2. Essential place to rest, recover faster from wounds. 800% Heal Rate. Okay, und was haben wir hier? Auch 800%. Aber das sieht cooler aus. Braucht 2 Baumaterial und 4 Stoffe. Braucht 1 Baumaterial und 4 Stoffe. Aber hier haben wir noch so cool ein Regal mit drin. Nehmen wir mit, oder? Das sieht doch lässig aus. Das knallen wir uns doch hier hin. Ist ja gar keine Frage. Wer will nicht ein Regal? Also das muss ja mitten im Raum stehen. Ah, nee, doch nicht. So. Cool, dann machen wir das aber. Darf ich das nicht hier hinbasteln? Ah, wegen dieser Ressource. Weil sie aber noch so zählt, als wäre sie noch da. Wisst ihr, wie ich meine? Aha, ich verstehe. Ja, dann machen wir das hier hin, oder? Mhm. Klasse. Okay. Du hast kein Baumaterial, das stimmt. Aber jetzt hast du Baumaterial. Bauen wir unser Bett auf. Alter, Leute, wir bauen uns hier so unser Leben auf. Ich liebe auch die Schräglage hier drin.
Kann man bestimmt gut schlafen. Gut, dass das Bett so rum ist, dass hier die Wand zur Rechten ist und nicht irgendwie hier drüben steht. Du wirst ja jedes Mal aus dem Bett rauskullern, oder? Stellt euch vor, auf sowas würde das Spiel achten. So, nee, nee, dein Bett muss schon im Wasser stehen, sonst geht das nicht. Ne? Oh Mann. Wie steht's denn um unseren Ingenieur? Na, hier, Stufe 6 nämlich. Wisst ihr, wie ich meine? Wissenschaftsstufe 6, geil. Alter, wir sind so am Durchziehen. Das ist so gestört. Cool. Das ist ja richtig cool. Das ist mal ein cooles Bett, oder? Bett 2, die Legende. Heilungsbonus mal 8. Stark. Knallen uns kurz hin. Oh ja. Was denn mit unserem Luxury Backpack? Den tragen wir auch vorne rum? No shit, Junge, wir haben ja 70 Taschen. Ist halt kein Witz, gell? Wir haben hinten eine Tasche. Dann haben wir hier eine zweite Tasche dran an der Seite. 3 Taschen. 4, 5, 6. Eine vorne. 7, 8, 9, 10. 10 Taschen an einem Rucksack, Junge. Na? Was soll uns denn jetzt noch im Weg stehen? Was soll uns jetzt noch passieren? 10 Taschen, Junge. Gar kein Thema für uns. Wir haben so viele Taschen wie unsere Gegner Zähne. Nachdem die, na, ist Bescheid. So eine Anspielung darauf, dass den Zähne fehlen, wenn ich die nackig gemacht habe und so. Ja, okay, der war eher so, na, nicht so das Gelbe vom Ei als Witz. Ah, Kleiderherstellung. Let's go. Let's freaking go. Ah, schön durchforschen hier. Bald auf Stufe 7. Ich meine 8. Wie viel Geschwindigkeit bringt es denn? So, haben wir dann 0,58 bei Stufe 8? Oder noch mehr direkt? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr ist natürlich auch voll cool. Na, wenn so die Level-Ups nichts bringen, das liebt auch hier. Jo, was ist das für ein saftiges Squad? Wo kommt ihr denn jetzt her? Und was wollt ihr hier? Ja, die schlage ich bewusstlos. Stehe außer Frage. Die schlage ich alle bewusstlos. Das ist ja vollkommen klar. Die schlagen wir alle dumm. Das ist ja die perfekte Gruppe für uns, ne? Hier kann ordentlich trainiert werden. Guckt mal. Boom. Wer entdeckt mich? Du? Wer bist du denn? Verhungernder Bandit Fisch. Und warum raffst du es so sehr? Na eben, hau mal den mal. Der macht mir irgendwie... Der Fisch, der hat's, glaub, gecheckt. Der hat's Leben gerafft. Digga, das ist ja ein gestört riesiges Squad. So ein großes haben wir ja noch nie gesehen hier. Wahrscheinlich habe ich noch meine alten Gruppengrößen-Multipler mit drin. Das kann gut sein. Deswegen haben wir da so ein Squad. Oh, der hat den Katana, oder? Na also, das habe ich doch gleich gesehen. Second Weapon haben wir jetzt am Start. Gestohlenes Katana von einem hungrigen Rattenfänger. Klasse, die hauen wir alle dumm. Alle. Absolut alle. Was hatten wir vorher gesagt? Ich glaube, auf 50 war unser Attentat, ne? Bin ich mal gespannt, wie es nach der Gruppe aussieht. Ich glaube, ich kann die gar nicht ganz abarbeiten, bis die hinteren wieder aufstehen, oder? Na, könnt gerade so hinhauen. Wenn ich mich gut anstelle. Ja, dieses Spiel. So, weißt du, die Armen, Mann. Wie das auch niemand von denen bemerkt. So, yo, wir werden irgendwie weniger. Ich stell's mir immer so vor, als ob die nicht miteinander reden. Als ob man einfach nur rumlatscht, oder? So, einfach so, du redest so mit jemandem, auf einmal sagt er nichts mehr, wunderst dich so, guckst aber nicht warum, ne? Und dann hinter dir einfach so eine Schneise an Leuten, die da einfach bewusstlos rumliegen und man fragt sich dann nicht, oh, was ist da denn passiert? Nee, nee, man läuft einfach weiter. Spür ich. Das ist so der Lifestyle hier. Oh, der könnte mich jetzt natürlich, ne? Hauen wir den mal dumm. Ist ja klar. So, wo wollt ihr jetzt hin? Ihr sollt bitte chillen. Schließlich will ich euch alle noch machen. Easy, guck mal, die werden so dumm gehauen. Die werden komplett bescheuert geschlagen. Alter, wie wir hier durchskaten, Leute.
Und ich so, den Rest der Episode, ne, machen wir jetzt hier Wissenschaft und so. Das ist eben genau das, was ich meine. Wisst ihr, wie ich meine? Sowas geht einem doch dann durch die Lappen, wenn ich meine Scheiße zusammenschneiden würde. Deswegen spüre ich das einfach nicht. Wenn Kenshi permanent irgendwas passieren kann, das zusammenzuschneiden wäre so ein riesen Act für mich, dann bringe ich lieber mehr Episoden raus und sowas ist dann halt mit drin. Ja, und dann kann man sich ja immer noch entscheiden als zuschauende Person, ob man sagt, ja, das gönne ich mir oder nicht. Ich meine, also der freie Mid-Humans, ne? Könnt ihr ja machen, wie ihr Bock habt. Juckt mich doch nicht. Mir doch egal. Ich habe nur Bock zu zocken, that's it. Alter, das war ein Double Clonk. Ja, wenn man jemanden klonkt und dann jemand direkt in der Nähe ist und man das im Pausenscreen noch für die andere Person drückt, dann kann man beide auf einmal klonken. Das nennt man sogenannten Doppelwumms. Dich hole ich auch noch, keine Sorge. Dich kriege ich doch auch noch hier. Jetzt rennt er da drüben zu seinem Master, oder? Ja, dann greifen wir den an. Oh, shit. Oh, damn. Mm. Wir robben zurück. Wir bladen rein. Wir bladen daneben. Oh, ja, ja, ja. Wir können halt einfach noch gar nichts, gell? Abgeblockt, geil. Nicht geblockt, scheiße. Stark? Stark. Na? Da holst du den komplett aus dem Leben hier. Steht der Nächste auf? Stehen alle auf. Das ist denkbar ungünstig. Wir nehmen noch einen Hieb mit oder zwei. Den kriegen wir. Hoffentlich nicht auch aufs rechte Bein, denn sonst kommen wir nicht mehr gut weg. Den kriegen wir doch nicht. Geil. Ja, und dann hau ich ab. So sieht es nämlich aus, Leute. Nicht mit mir. Einfach nicht mit mir. Dann kann ich euch wieder bewusstlos schlagen. Alter, ist ja ein ewiges Game. Na wohl, komm, wenn die rennen, dürfen sie doch rennen, oder? Machen wir hier weiter. Erstmal heilen und dann weitermachen. So, und? Naja, 7 Level, 7,5. Schnell Attentat gelevelt, 57. Nix für uns. Gar nichts für uns. Alter, hier laufen ja mega viele solche riesigen Gruppen rum. Das ist perfekt, Leute. Ah, das ist die Gruppe. Da kommen noch ein paar Nachzügler. So, ey, wir sind auch wieder bei Bewusstsein. Ich glaube, wir sind hier irgendwie im Weg von irgendwas, oder? Hier führt auf jeden Fall eine Route durch. Ja, und deswegen drehen die dann um. Oder die Route endet hier. Ist natürlich schwierig einzuschätzen. Aber das ist ja mega geil, Leute. Bei den Gruppen können wir ja so easy trainieren. Genau solche Gruppen bräuchten wir auch für unser Zähigkeitstraining, damit das so durch die Decke geht. Da brauchen wir natürlich auch noch, ne, unsere gottlose Rüstung, aber wenn wir die hätten, könnten wir hier so geisteskrank trainieren. Wir könnten da so rausholen. Ey, alle, die mein Beast Mode Video geschaut haben, wissen genau, wovon ich spreche. Ne? In Vanilla Kenshi kommst du mit der Methode, ich würde sagen, in 10 Minuten von 1 auf 90 bei Zähigkeit, wenn du es richtig machst und die richtige Ausrüstung dafür hast. Gar kein Problem. 1 auf 90. Wenn alles richtig läuft, 2, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Je nachdem, wie es läuft. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja. Gehört ein bisschen Glück dazu. Feines Händchen, bisschen Wissen und wie gesagt, eine verdammt gute Rüstung. Aber dann ist das echt easy peasy. Also so mal auf 60, 70 zu ziehen, das hat man basically in 1, 2 Minuten, ja. Egal, wie es läuft. Also sagen wir mal so 40 bis 60. Dann haut diese 1-2 Minuten Geschichte safe hin. Safe. Ah, ich freue mich richtig drauf. Bitte, diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, worum es da geht, lasst euch da nicht spoilern. Ihr werdet es hier noch früh genug erleben. Und diejenigen unter euch, die genau wissen, um was es geht, spoilert bitte die anderen nicht, die das eventuell nicht wissen. Ich weiß, ich sag das regelmäßig. Es ist nur hier und da, ich finde immer so, oh, bitte nicht spoilern. Ist manchmal schwierig einzuschätzen, was ist jetzt ein Spoiler und was nicht. Das ist ja auch Definitionssache und das ist auch fein so. Ja, ist vollkommen okay. Ich würde wie immer sagen, so mache ich es mittlerweile in den meisten Let's Plays, die ich so am Spielen bin. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt einfach möglicher Spoiler. Haut 3-4 Mal Enter und dann kann jeder bei dem Kommentar weiterlesen drücken oder es eben lassen.
Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist man da gewissermaßen auf der sicheren Seite. Aber ich sehe das mehr als genug, wie ihr das bereits macht. Das heißt, ich denke, die meisten unter euch, die regelmäßig kommentieren, haben das bereits vernommen. Und dann will ich auch gewissermaßen nicht immer so tun, als müsste man das euch mehrmals erklären. Bullshit, ihr habt's doch schon längst gerafft. Ihr wisst doch Bescheid. Wissen doch alle Bescheid. Leute, noch drei Sachen schnell hier forschen, ne? 5 Ingame-Stunden. Und dann haben wir echt schon gut was geforscht. Wisst ihr, wie ich meine? Will direkt mal gucken. Oh, wer kommt da? Alter, schon wieder eine Juicy Group. Ich will jetzt sehen, wie die behaved. Das ist mein Haus. Wenn ihr hier reingeht, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass ich euch dumm prügel. Ja, die haben hier, guck mal, hier ist ein Routenpunkt. Die gehen einfach wieder. Geil, oder? Hier kommen also immer solche Gruppen vorbei. Leute, das ist so gottlos. Das ist so gottlos. Damit können wir so geilen Scheiß anstellen. Ey, wir könnten hier innerhalb von einer Episode unser Attentat lässig auf 70 oder lässig auf 70 ziehen, wenn wir das wollten. Na, gerne in Bezug darauf in die Comments. Yo, Leute, sollen wir bald mal eine Folge machen, in der wir einfach hier rumrennen und alles dumm und dämlich schlagen, was geht. Schön mit einem Counter oben rechts, wisst ihr, für jeden Bewusstlosschlag. Und wir gucken, wie viel wir pro eine Episode schaffen können. Fände ich lustig, oder? So als eine Art Special-Episode gewissermaßen. Könnt mir gerne da lassen, was ihr davon haltet. Ich glaube, das ist eine witzige Idee. Gerade mit so einem Counter ist das, glaube ich, sehr, sehr nice. Kann man schon mal machen. Eieiei, hier schon wieder durch. Es ist so ein Zeitfresser, so eine Zeitmaschine, Kenji. Es ist so verrückt. Ich denke es mir echt immer wieder. Es ist einfach gottlos, dieses Spiel, oder? Heute erst auf YouTube ein Video gesehen. Warum uns Spiele keinen Spaß mehr machen oder warum viele Spiele auch nicht mehr darauf abzielen, weil sie quasi eher so Nutzerbindung wollen und auch gewissermaßen unsere Feelings und unsere Verhalten ausnutzen. Na, bei, ich denke, den meisten von euch Leuten da direkt die Pay-to-Win-Glocken oder so. Ihr wisst, was ich meine. Und in solchen Momenten denke ich mir so, ja, ist schon sehr schade, aber es gibt ja auch Kenji. Wisst ihr, wie ich meine? So, stellt euch doch nicht so an. Spielt halt die richtigen Spiele, dann passt das schon. Hier, Baumwollfarm, M. Okay, wir können nur die S bauen. Die können wir dann ja aber noch ausbauen. Das ist ja gar kein Thema. Kann ich mir die aufs Dach bauen? Leider nicht. Fruchtbarkeit 87, Umgebung trocken, Ernteertrag 8%. Trocken ist es hier natürlich, gell? Das heißt, es macht hier nicht viel Sinn. Und damit es hier nicht mehr trocken ist, müssten wir schon weit irgendwo weit weg sein. Ne? Hier auf jeden Fall in nächster Nähe ist nicht so viel mit Fruchtbarkeit. Also Fruchtbarkeit ja, aber ne, trocken ist halt hier überall. Tod. Tod ist doch auch geil. Hätte ich jetzt aber vom Todland auch nicht anders erwartet. Ne? Einfach tot. Bro, da geht gar nichts. Ne? Aber wir sind fast an der Baumwollfarm M. Könnten die direkt bauen. Und ich glaube, ich würde trotzdem schnell eine S hinbauen. Dann haben wir halt nicht viel Ertrag. Aber wir können ja schon mal ein bisschen reinboxen, oder? Ich meine jetzt, warum nicht? Macht doch bestimmt trotzdem Sinn, hier ab und an mitzunehmen, was halt geht. Die auch so nah ran wie möglich. So. Ist das hier einigermaßen parallel zueinander? Bisschen schwierig einzuschätzen, weil beides in unterschiedlichem Gefälle steht, aber ich glaube, ich bin zufrieden. Ja, das passt schon. So, liebe Whisper. Zieh mal dein Luxury Backpack an. Backpack, Backpack. Okay, und kloppt dir da 10 rein. Dann kannst du hier direkt mal aufbauen, den Spaß. Ha? Rein da. Direkt die 10 reingehauen, perfekt. Na, dann brauchen wir natürlich noch einen Brunnen. Das ist vollkommen klar. Landwirtschaft, Brunnen. 34%. Können wir da irgendwo mehr rausholen? 37 hier drüben, 38. 38 scheint so Peak zu sein erstmal. Dann würde ich hier in der Nähe gehen, oder? Die 38 würde ich schon gern mitnehmen. Ja, hier, oder? Oder wir machen halt 36 und dafür direkt vor unserer Hood. Ja, komm, schenkt sich jetzt auch nicht viel, ha?
Was haben wir da? 34, ja, nee, dann nehmen wir schon 36 mit, das ist ja klar. So, oder? 35. Hier hatte ich doch vorher 36. Ja, okay, komm, nehmen wir halt 35 mit. Dafür weniger Laufwege und dergleichen. Ich habe kein Baumaterial. Ja, dann holen wir halt was aus der Kiste. Ist gar kein Thema. 5 waren das. Uiuiui, na, dann ist unser Baumaterial erstmal wieder fast leer. So, lieber Brunnen. Oh, wen haben wir da? Guild Surgeon. Das heißt für uns Cash. Cash, Cash. Ultra Cash. Ja, komm, mach mal schnell Cash. Cash. Cashen den ein. Cashen den komplett leer. Alter, den cashen wir ja wieder komplett leer. Junge, das ist eine Frechheit. 8K. Gut, dass die hier auch wieder vorbeikommen. Ja, wir cashen uns da ein. Was zu essen hat er auch dabei. Ist doch klasse, Alter. Das nehmen wir alles mit. Lass ich mich doch nicht lumpen hier, ne? Ist ja klar. Experte. 9K. Verkaufswert, ne? Yo, yo. Digga, den machen wir komplett leer. Den machen wir doch komplett leer hier. Der arme Junge, Mann, das tut mir echt ein bisschen leid, weißt du, wie ich meine? Fällst dir kurz in Ohnmacht und dein Leben ist weg. Deine komplette Existenz geraubt. Das ist schon eine dreiste Frechheit eigentlich, gell? Aber tja, so läuft's halt hier in diesem Game. Das ist Kenshi-Game. Arbeiter? Der Brunnen braucht einen Arbeiter? Der macht das gar nicht automatisch? Ja, dann brauche ich den nicht. Wir brauchen schon die Brunnen, die das automatisch regeln. Kaputt, ja, weg damit. Ah, Mist, und wetten, ich krieg nicht das ganze Baumaterial wieder raus. Wahrscheinlich nur 3 oder 4. Ach, scheiße, ich dachte, das wäre der Brunnen, der direkt automatisch regelt. Ich weiß aber, dass es die in Genesis gibt. Ich meine, in Vanilla gibt's die ja auch, klar, aber ich habe auch in Genesis schon solche Brunnen gehabt, die das regeln, ne? Die das automatisch regeln. Automatischer Brunnen, goddammit, da hätte ich jetzt natürlich drauf achten müssen. Wahrscheinlich, weil ich Brunnen noch gar nicht erforscht habe. Ja, 4 Baumaterial kriegen wir zurück, scheiße. Naja, ist jetzt wie es ist. Können wir den Brunnen erforschen? Rumbrauen. Na, ist nicht ganz Brunnen. Verbessertes Kochen. Nee, Backen. Wo ist der Brunnen mit drin? Wo ist der Brunnen? Ist der da vielleicht eigentlich schon drin und ich habe nur den falschen gebaut? Das kann natürlich auch sein, gell? Brunnen. Lebenswichtige Wasserquelle, Anzahl der Leute. Genau das wollen wir eben nicht. Haben wir keinen anderen Brunnen, really? Na, sieht nicht so aus, gell? Nee, Storage ist das auch nicht. Ja, dann bringt er uns erstmal nix. Dann gehen wir hier nochmal durch derweilen. Wo Brunnen? Nee. Ronin? Alter, wir können uns hier Ronin machen. Shikomizue. Alter, das sind Waffen, Junge. Und Hakama Trousers, Ronin Hat, Hitatare Robe, Onewara G Sandale, Junge. Das wäre schon gestört cool, gell? Nee. Backpack Production. Nee. Alles nicht wichtig für uns. Innenbeleuchtung. Nee. Stoffherstellung. Ja, das brauchen wir eh. Das brauchen wir so oder so. Ist ganz klar. Farming. Nee. Dammit, wo ist unser Brunnen? Brunnen 2. Brunnen 2. Lagerkisten Landwirtschaft.
Small Water Tower. Ja, vielleicht bringt er uns ja auch was. Eisenplatten, ganz klar. Aufgebesserter Steinbau. Na, Baumaterial würde ich, glaube ich, kaufen. Da habe ich keinen Bock drauf. Stark, Technologie Level 3. Aufwerten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich hoffe, unsere Bücher sind drin geblieben. Ah, dabei bin ich so jemand, der immer empfiehlt, drückt da erst drauf, wenn ihr davor eure Bücher da rausgenommen habt. Man will ja nicht irgendwie einen Bug riskieren, wo dann alles weg ist. Wisst ihr, wie ich meine? Shit. Und es könnte sein, dass ich das gerade riskiert habe, dass alles weg ist. Shit. Hoffentlich ist es da geblieben. Sonst haben wir jetzt nämlich keine Books mehr. Kann ich da bei Tech gerade gucken? Es sieht mal so aus, als wäre alles noch da, aber das Inventory sehen wir halt noch nicht. Haben wir hier direkt Stufe 3, ist ja ganz klar. Ist ja absolut klar. Ah, ich überziehe gottlos. Ja, Leute, dann lasst absolute Liebe da. Ich wünsche euch was. Stay hydrated, stay catchy. Wir sehen uns in der nächsten Episode, euer P. Ade. Ey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant. Ganz elegant. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant. Ey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf.